Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Fotografie-Abi. Heute geht es um eine Sache, die mich am Windows 10 einfach stört. Und zwar bin ich es gewohne, meine Bilder mit dem Windows Photo Viewer anzuschauen. Wenn ich mal ein Bild suche, was ich verschicken möchte oder meine Homepage einbinden möchte oder für Facebook nutzen will, habe ich immer den Windows Photo Viewer genutzt und konnte dort dann die einzelnen Bilder quasi durchschalten, durchseppen. Unter Windows 10 ist der Windows Photo Viewer zwar installiert, aber nicht, ja, wie sagt man, aktiviert. Also die Standard-App für Bilder heißt einfach nur Fotos. Das wäre diese App. Man macht die Bilder hier auf. Man kann auch hier durchsliden, sich alle Bilder angucken. Aber irgendwie, ich weiß nicht, mir gefällt die, ja, die App einfach nicht. Ich hätte gerne den Windows Photo Viewer wieder und das kann man allerdings nur erreichen mit einem kleinen Umweg über die Registry. Und genau das möchte ich euch heute zeigen. Ja, um eure Bilder mit dem altbekannten Windows Photo Viewer anzeigen zu lassen, gehen wir auf das Windows Startsymbol hier unten links mit der rechten Maustaste, dann auf Ausführen und tragen hier in die Leiste ein Regedit. So wie es hier steht, ich lasse das kurz eingeblendet, Regedit. Dann bestätigen wir das Ganze mit OK, bestätigen die Meldung, welche hier kommt, mit Ja. Und gehen dann bei der Registry in den Eintrag Local Machine, dann bei Software, dort suchen wir nach Microsoft, klicken das ebenfalls auf, immer auf die Pfeile klicken, scrollen nach unten, bis wir beim W ankommen, Windows Photo Viewer. Hier drücken wir ebenfalls auf den Pfeil, dann hier nochmal auf den Pfeil und dann sind wir hier bei File Associations. Und hier sieht man standardmäßig, wenn man Windows 10 neu aufgesetzt hat, ich hatte die Einträge jetzt für meine Bilder alle schon drin, habe die jetzt für das Video hier nochmal rausgelöscht, sieht man diese Einträge. Und zwar werden TIFF-Dateien mit dem Windows Photo Viewer angezeigt, alle anderen Bilder werden aber standardmäßig mit der Fotoanzeige, welche in Windows 10 mitgeliefert wird, angezeigt. Um jetzt den altbekannten Windows Photo Viewer wieder zu nutzen, klicken wir ja einfach mal vorne auf TIFF. Und kopieren uns diese Zeile hier. Also einfach markieren und dann mit rechter Maustaste kopieren oder einfach die Zeile markieren und Steuerung C auf der Tastatur drücken. Bestätigen das mit OK und machen dann hier im freien weißen Feld einfach die rechte Maustaste Neu Zeichenfolge. Schreiben hier jetzt zum Beispiel JPG, drücken Enter, drücken nochmal Enter. Und fügen dann hier mit der rechten Maustaste in die Zeile entweder übereinfügen, so, oder per Tastaturbefehl Steuerung V einfach diese Zeile ein. Und das machen wir jetzt einfach mit allen Bildern, welche wir nutzen wollen. Also ich nutze dann zum Beispiel RAW, das RAW-Format für Sony-Kameras. Tun das rein. Dann nutze ich immer DNG, das ist das RAW-Format für DJI-Copter. Enter drücken, Zeile einfügen. Ja, dann hätten wir noch Punkt GIF zum Beispiel. Dann PNG nutze ich sehr häufig. Und so weiter. Und das könnt ihr mit jedem beliebigen Bildformat, welche ihr oft nutzt, die ihr im Windows Photo Viewer anzeigen lassen wollt, einfach hier eintragen. Ihr seht es ganz einfach. So, und dann bestätigen wir das erstmal bis hier mit OK. Und dann hätten wir das. Dann schließen wir die Registry-Bearbeitung, gehen wieder auf unsere Bilder hier in dem Ordner. Und jetzt machen wir rechte Maustaste und gehen auf Öffnen mit. Und dann seht ihr hier schon, ist die Windows-Fotoanzeige wieder da. Wir machen aber andere App auswählen.
Weil ich möchte ja standardmäßig, dass meine JPEG-Bilder immer damit angezeigt werden. Und dann nehmen wir einfach, markieren das, Windows-Fotoanzeige, und setzen hier den Haken, immer diese App zum Öffnen von JPEG-Dateien verwenden. Drücken OK und dann laden die Bilder hier drinne. Und ich mag die Anzeige einfach lieber, fragt mich nicht warum. Jeder wie er es mag. Und genauso hat das jetzt dann natürlich auch mit den RAW-Dateien funktioniert. Machen wir das mal, RAW-Dateien. Mir müssen wir jetzt wieder sagen, dass wir diese mit der Windows-Foto-Anzeige öffnen möchten. Da wir das immer so öffnen möchten, müssen wir den Umweg über Apps auswählen und dann den Haken setzen. Und schon geht das Ganze. Dann haben wir unsere RAW-Dateien. Wenn ihr eine neuere Sony-Kamera oder welche Kamera auch immer habt und eure RAW-Dateien werden nicht angezeigt standardmäßig hier im Windows Photo Viewer oder in der Fotos-Anzeige, dann geht ihr auf die Homepage, die ich euch im letzten Teil schon gezeigt habe von Sony, geht wieder auf die Support-Seite, dann hier wieder Support, dann wisst ihr ja, könnt ihr euch hier durchhangeln über Kameras oder ihr gebt hier oben die Abkürzung für euer entsprechendes Modell ein. Geht dann auf Downloads und macht hier mehr Anzeigen und ladet euch hier den aktuellen RAW-Treiber runter für Windows, installiert diesen und dann werden euch auch die RAW-Dateien im Windows Photo Viewer angezeigt. Wenn wir jetzt zum Beispiel Bilder ältere nehmen von, ja, was nehmen wir denn mal für Freude? Ältere Bilder nehmen, RAW-Dateien. Dann öffnet er die genauso jetzt. Also das funktioniert alles und funktioniert wie gesagt mit jeder Bilddatei. Ja, das soll schon gewesen sein zu meinem kleinen Quick-Tipp, wie ihr die Windows-Foto-Anzeige unter Windows 10 wieder aktivieren könnt, wenn ihr diese denn haben wollt. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und oder ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, so verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und am Sonntag, 14 Uhr, kommt das nächste Video. Diesmal endlich mal wieder ein Kopterflug. Und ja, ich freue mich sehr auf das Video, bin schon sehr auf eure Reaktion gespannt. Wenn ihr hier zu diesem Video Fragen habt, dann nutzt einfach die Kommentarfunktion. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine schöne Zeit und wir sehen uns und hören uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.